Hallöchen, meine Damen und Herren. Ihr habt mir im Stream eine echt gute Videoidee zugeschossen. Und zwar ist jemandem aufgefallen, dass ich relativ alte Skins habe. Wenn man hier mal ganz runter scrollt, dann habe ich hier unter anderem Skins aus der Breakout Collection oder aus der Cash Collection oder auch aus der Shadow Collection. Und hier unten zum Beispiel auch so eine Aug Wings. Und jetzt ratet doch einfach mal, welcher Skin aktuell der älteste CS2-Skin überhaupt ist. Oh, dude, you're drinking cum powder? Was ich auf meinem Grundstück mache, ist meine Sache. Eine Aug Wings, aber mit Stat-Track, also nicht meine. Schade, ich bin hier gerade auf CS Float unterwegs, weil ich gucken wollte, ob ich jetzt zufällig irgendwo mit dabei stehe bei den Top 100, 500, 1000, 2000, wie auch immer. Ich habe jetzt aber nicht lange gesucht, ich wollte jetzt nicht ewig durchscrollen und weiß nicht genau, ob man hier überhaupt nach Usern gucken kann. Aber das finde ich extrem interessant. Dieses Stat-Track Aug Wings ist der älteste CS2-Skin, der getrackt werden kann. Dieser Skin wurde am 14. August 2013 hinzugefügt, vor 11 Jahren und 3 Monaten. Da wird einem dann wieder bewusst, wie verschissen alt man ist. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich natürlich direkt nachgeschaut, habe ich auch solche alten Skins oder habe ich zufällig genau den Skin und war dann eben so ein bisschen hier am Rumwurschteln und habe herausgefunden, ich mache das mal hier unter die Facecam, dass ich 5 Skins aus dieser Epoche habe. Also aus der Arm Steel Collection, und zwar einmal diese Ultraviolet SG553. Sieht jetzt so mittelschick aus, sag ich mal. Zweimal die MP7 Skulls, dann eben die Aug Wings und dann einmal noch die Glock 18 Stat-Track, Glock 18 Dragon Tattoo. Und jetzt, wo ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, kommt natürlich direkt die Frage auf, welcher ist dein ältester Skin? Dank Sanse bin ich mal in meine Historie reingegangen auf Steam und habe gesehen, dass mein allererster Skin wohl eine Galil AR Winter Forest war, die ich am 6. November 2013 erhalten habe. Leider besitze ich den Skin nicht mehr, aber das sollte mein allererster Skin überhaupt in Counter-Strike gewesen sein. Ich habe zumindest davor nichts anderes gefunden. Und hier natürlich direkt ein kleiner Tipp, wenn ihr angetradet werdet und es sind irgendwelche Trades, die auf den ersten Blick komisch aussehen, dann schaut auf jeden Fall, was da halt genau drin ist und wie alt die Skins sind. Auf den ersten Blick sehen solche Skins, vor allem wenn die sich schon ewig hast und sie damals halt nicht viel wert waren, eben auch einfach nicht so wertvoll aus. Also schaut, dass ihr da nicht übers Ohr gehauen werdet. Natürlich interessiert mich jetzt hier bei der ganzen Sache nicht nur der älteste Skin, sondern auch andere Parameter. Ich gehe jetzt hier also auf Low Float und gehe auf Search und Database. Und schon habe ich hier die Liste und hier oben ist direkt eine Anomalie. Man hat hier ein Vanilla Karambit Nuller Float. Das Ding sieht so aus und euch fallen direkt wahrscheinlich zwei Sachen auf. Erstens, man kann hier unten nicht nach der Float gucken. Der Knopf dafür ist nicht vorhanden. Und dieses Knife hat keinen Stern hier oben. Ich habe jetzt so ganz kurz, sehr oberflächlich geforscht und habe herausgefunden, dass dieses Knife wohl mal erstellt wurde, weil es gescampt wurde oder ein Knife gescampt wurde. Und dieses hier wurde vom Support erstellt. Deswegen ist es so, wie es ist. Es ist einfach ein Nuller-Knife. Die Wertigkeit kann ich nicht einschätzen. Bei sowas extrem seltenen gehe ich von vielen, vielen Zehntausenden von Euro aus. Also wenn das jemand verkaufen würde. Absolut krass, aber ich finde irgendwie nicht wertbar, weil es ist, wie gesagt, ein erstelltes Item. Darum zählt für uns natürlich die Nummer 2. Hier sieht man auch direkt, das ist schon ein bisschen realistischer, weil hier haben wir zumindest ein paar Zahlen, ne? Holy shit, die ist aus der Overpass Collection. Das ist ein brandneuer Skin. Hier kann man jetzt richtig schön nachgucken. Das ist ein Lucky Knilch, der das hier gezogen hat. Auf dem dritten Platz ist noch eine Gator Mesh, die wir uns hier mal angucken. Ja, okay. Hässlich, aber halt eine insane Float. Und kommen den vierten Platz, gucken wir uns auch noch an, der Embargo. Oder halt eigentlich dritter Platz, ne, wenn man jetzt sagt, wir lassen das Knife weg. Oh, köstlich, guck mal. Der sieht doch schon mal ein bisschen schicker aus, der Skin. Und ja, natürlich gucken wir auch noch nach High Float, also den abgeranztesten Skin praktisch. Ui, 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 guck mal hier. Und der ist sogar mehrfach vertreten. Ah, das ist scheinbar jemand, der solche High-Float-Dinger sammelt. Der ist sehr oft hier drin. Gucken wir mal kurz rein. Ah, Profil öffentlich, sehr schön. Diese MAC-10 Whitefish hat die verschissenste Float, die man haben kann. Oder halt in dem Fall die beste, wenn man darauf Wert legt. 0.9999. Ach du Kacke. Komm, wir gucken mal in den Account rein. Buday nennt er sich. Ah ja. Natürlich ist er bei ohne Pixel drin, ist ja klar. What the fuck is that Whitefish? Also dieser junge Herr oder diese junge Dame zieht hier ordentlich im Skin-Game an und ist, wie man hier nach einem kurzen Scroll sehen kann, sehr oft vertreten hier im super-duper-High-Float-Bereich. Wer sich einen Spaß machen will, kann hier auch nach Newest-ID gucken, aber das ist natürlich... Du siehst halt hier einfach den aktuellsten Skin, der gerade eben irgendwie verändert wurde, getradet wurde, gezogen wurde, wie auch immer. Mit diesen Parametern könnt ihr natürlich auch euer eigenes Inventar durchsuchen lassen. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, welcher eurer Skins die loweste Float hat, scrollt ihr einfach ganz nach unten und zwar hier zu Source. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Steam Profile gehen, dann könnt ihr hier eure Steam-ID eingeben und schon könnt ihr jetzt dann hier zum Beispiel bei Low Float einfach auf Search und Database und dann werden eure Skins gegrabt und ihr seht, was euer Lowest Float Skin ist. Bei mir ist es zum Beispiel diese MP7 Anodized Navy, also dieser Skin hier. Der hat bei mir im Inventar die Lowest Float mit 0,00140.
Natürlich gucken wir uns jetzt auch noch Highfloat an, so. Ah ja, eine Mac 10 Classic Crate. Sieht ziemlich hingeschissen aus, das ist richtig. Über diesen Weg könnt ihr euch also absichern, wenn ihr einen Trade bekommt oder eine Anfrage halt von jemandem, der was von euch will. Könnt ihr gucken, ah, ist es zufällig ein super duper High- oder Low-Float-Skin oder ist es ein sehr alter Skin und so weiter und so fort. Jetzt kann ich hier natürlich auch gucken, was mein ältester Skin ist. Und die Leute fragen sich direkt, halt, stopp, was ist hier los? In Theorie müsste es ja meine Wings sein, denn die Wings wurde am 14. August 2013 hinzugefügt. Die Labyrinth hingegen ist erst seit dem 1. Juli 2014 mit am Start, aber die Labyrinth besitze ich nun mal länger. Ich gehe einfach stark davon aus, dass ich diese Wings erst deutlich später gezogen habe. Die ist zwar von der älteren Collection, aber ja, kam halt nach diesen Skins. Wir schauen mal kurz auf Platz 309. Die ganzen Skins hier habe ich länger. Das hier ist übrigens exakt dieselbe Ansicht wie in CS auch. Wenn ihr im Spiel auf News sortiert und ganz nach unten scrollt und dann ein bisschen nach oben geht, seht ihr genau die gleiche Abfolge von Skins wie eben auf CS Float. Ich habe ja vorhin mit Sansa noch drüber gesprochen, denn ich wollte von ihm wissen, ob es eine Seite gibt, auf der ich nicht nur sehe, wie lange die Skins auf einem Account rumliegen, sondern schlussendlich, wie alt der Skin wirklich ist. Also dass hier einfach praktisch eine weitere Zeile ist, in der steht, wann der Skin gezogen wurde, seit wann der Skin im System ist. Dazu konnten wir aber nichts finden, also wir haben nicht lang gesucht, 15, 20 Minuten vielleicht. Wir waren bei Cisco Backpack und noch hier und dort, aber schlussendlich muss jeder für sich selbst in seine Historie rein und genau gucken, wann der Skin gekauft wurde, ertradet wurde oder eben was auch immer. Worum es mir aber geht, ist folgendes: Wenn ich diesen Skin jetzt an jemanden schicke, steht er bei ihm dann als neuester Skin oder als alter Skin, weil der Skin ist sehr alt. So wie auch diese Wings. Genau diesbezüglich habe ich eben mit ihm noch geschwätzt, weil ich dachte, ich stehe einfach nur auf dem Schlauch und er sagt dann gleich, nee, es ist so und so, ganz einfach. Aber irgendwie ist es nicht ganz einfach. Es gibt hier auch keinen Wert des Alters. Ich sortiere zwar nach Alter und habe dann einen Rank, aber es steht hier nicht dabei, wie alt, so wie eben auch, wie viel Float oder wie wenig Float. Vielleicht kann da jemand von euch helfen. In Theorie sollte dieser Skin ja trotzdem alt bleiben, auch wenn ich ihn trade, zum Beispiel. Ich bin auf jeden Fall entzückt, dass ich so viele alte Skins rumfliegen habe und muss meine anderen Accounts auch noch durchschauen, um zu schauen, ob da vielleicht noch irgendwie eine Perle rumfliegt. Das dann aber in einem extra Video. Auch auf meinem Main-Account muss ich mal noch schauen, ob hier irgendwelche geheimen Perlen rumliegen, von denen ich nichts weiß, wie zum Beispiel eben diese alten Scharuppen hier aus der Arm Steals Collection. Aber naja. Jetzt machen wir erstmal noch ein Giveaway. Und zwar haben wir heute eine schöne AK-47 Slate raus. Immerhin aus der Snakebite Collection. Ist jetzt nicht so ultra alt, aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Teil könnt ihr gewinnen, wenn ihr die Frage von vorhin beantwortet. Und zwar, welcher Skin oder welche Skins sind eure aktuellen Old Skins, also die ältesten Skins oder den ältesten Skin, den ihr bei euch im Inventar habt. Einfach mit in den Kommentar dazu schreiben, dann ist man automatisch bei dem Giveaway mit dabei. Und wir lösen auch noch geschwind ein YouTube-Giveaway auf. Es gab für euch einmal diesen Charm Pinch Assault. Und in diesem Video hatte ich euch gefragt, wie teuer die nächste Operation maximal sein darf oder sein sollte, dass es noch in einem normalen Rahmen ist. Ich glaube, ich habe damals gesagt, alles unter 20 Euro wäre noch in Ordnung. Darüber irgendwie Trash. Vielen Dank für 118 Kommentare. Und der Gewinner schreibt folgendes. Mein Maxpreis ist 15 Euro. Ich kaufe den Content eh nur, um das Game zu unterstützen. Alles darüber fühlt sich als neues Game an und das möchte ich nicht so. Sehr schön gesagt, du hast gewonnen. Melde dich bitte einmal unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner Kanalinfo, wie bereits geschehen, deinen Trade-Link hinzu. Sehr schön. Dann mache ich jetzt hier auch wieder den Deckel drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wie ihr seht, sind wir wieder kurz vor 15.000. Ich hoffe, dass wir am Dienstag im nächsten Stream wieder ordentlich Elo snacken können. Macht gerne mit, dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und vergesst nicht, dass es dort aktuell unser Glove Giveaway gibt. Nächste Woche könnt ihr noch sammeln und die Woche drauf ist es dann offen. Also rankommen. Ja, haut rein, vielen Dank für alles. Bis dann. Ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.